der noch schnell gehen will. Ich brauche jetzt auch noch mal mindestens eine Viertelstunde für den Vortrag. Thema steht da, Indikationen für das MRT des Herzens. Was haben wir bisher gemacht? Ja, wir haben Erfahrung, wir haben viel Erfahrung mit der kardialen CT-Untersuchung. Mittlerweile 2000 Untersuchungen pro Jahr etwa. Wir machen derzeit etwa 300 MRT-Untersuchungen gemeinsam mit unserer Radiologie zusammen. Das heißt, wir sind auch auf die angewiesen. Wir müssen unsere Untersuchungen ja auch in deren Programm mit platzieren. Wenn man sich mit Indikationen beschäftigt, guckt man natürlich auch in die Literatur. Und was ist besser als ein Register? Das zeigt uns eben den Gebrauch auch der MRT in Europa. Das Euro-CMR-Register umfasst mittlerweile mehr als 29.000 Fälle. Das ist eine ganze Menge. Was machen wir denn in Europa mit dem MRT? Ein Drittel der Untersuchungen umfasst die Abklärung von Ischämie, also auch Stress-MRT in erster Linie. Ein weiteres Drittel machen die Abklärung von Myokarditiden und Kardiomyopathien aus. Ein Prozentsatz von etwa 15% ist Vitalitätsdiagnostik. Und dann haben wir noch einen Rest von etwa 9%, das ist Sonstige. Es gibt natürlich auch noch so angeborene Herzfehler und solche Dinge, die man mit der MRT gut untersuchen kann. Wie machen wir das bei der MRT? Wenn jetzt hier überwiegend Kardiologen sitzen, dann wird das so sein, dass natürlich nicht jeder sich mit der MRT-Technologie auskennt. Und das muss man als Kardiologe eben erstmal auch sich reinarbeiten und schauen. Wir haben genauso wie in der Echokardiographie so Szene-Sequenzen, die können wir wie im bewegten Bild eben die LV-Funktion quantifizieren, Muskelmassen ausrechnen. Wir können mit der Methode Ödem-Nachweis, also T2-gewichteten Sequenzen, Ödem nachweisen, zum Beispiel bei einer frischen Myokarditis, bei einem frischen Myokardinfarkt. Wir haben Stressuntersuchungen, sei es mit Adenosin, also als Perfusionsuntersuchung, oder Dobutamin und das Late Gadolinium Enhancement. Das ist etwas, was Sie jetzt gleich im weiteren Verlauf des Vortrags noch etwas näher beschäftigen wird. Auf die anderen Verfahren will ich aus Zeitgründen nicht näher eingehen. Die sind aber da und wir können die auch anwenden. Stellenwert der Stress-MRT in der Ischämie-Diagnostik scheint sehr hoch zu sein nach dem Euro-CMR-Register. Und warum ist das so? Es gibt zwei große Studien oder mittlerweile auch noch mehr, die will ich aber gar nicht alle aufführen. Hier einmal die CIMAC-Studie, eine Single-Center-Studie von Herrn Greenwood aus Leeds. Er konnte eben zeigen, im Vergleich mit der SPECT-Untersuchung, also der klassischen Thallium-Scintigraphie, die ja auch in Amerika noch sehr, sehr häufig eingesetzt wird, bei uns in Deutschland nicht ganz so häufig, dass die MRT, das ist die obere blaue Linie von den Rockkurven, etwas besser aufgestellt ist als die SPECT-Untersuchung. Das Gleiche lässt sich auch hier in dieser multizentrischen MR-Impact-Studie zeigen. Aber wie man sieht, im Vergleich zu kardiologischen Studien haben wir in der MRT-Diagnostik natürlich nicht ganz so viele Patienten. Also eine Studie mit 700 Patienten ist schon viel, nur die Registerdaten. Das war jetzt auch beeindruckend, dass da mittlerweile so viele Patienten eingeschlossen sind. Stress-MRT versus Stressecho zeigt auch ein ähnliches Bild. Die Stress-MRT hat halt einfach, weil wir nicht so viele Probleme haben, auch mit dem Schallfenster, eine etwas bessere Performance. Und wir können als Zusatzinformation noch das LGE durchführen, also dann hinterher noch Aussage machen über etwa vorhandene Narben. Und dazu will ich Sie jetzt in den nächsten Bildern noch ein Stück weit bombardieren. Also die Narbe spielt eine große Rolle in der MRT. Wie können wir die darstellen? Das ist das sogenannte Late Gadolinium Enhancement oder Delayed Enhancement. Das ist es doch. Die Überschrift hat sich nämlich nicht verändert im ersten Mal. Wir haben links, also das sind hier das rote Zellkompartiment, intakte Zellmembranen, intakte Endothelien der Gefäße. Hier wird nach einer Gabe von Kontrastmittel von Gadolinium, das sind hier diese dunklen, blumenartigen Moleküle,
eben recht wenig ins Interstitium diffundieren und das Gadolinium wird sehr schnell wieder die Kompartimente verlassen. Anders ist das bei einer frischen Myokarditis oder bei einem akuten Herzinfarkt. Hier können wir auch in der frischen Phase eben erleben, dass das Gadolinium in die Zelle hineingeht und ins Interstitium auch wegen der gestörten Endothelfunktion und dort länger liegen bleibt. Dasselbe gilt auch für Narben mit einem erweiterten Extrazellularraum. Hier bleibt auch das Gadolinium länger liegen und kann dann in dieser späten Enhancement-Phase gut nachgewiesen werden. Wie sieht das aus? Das hier, MRT hat sich ja so überwiegend eigentlich im kardialen Bereich erst nach der Jahrtausendwende richtig entwickelt. Hier sind das Untersuchungen am Hundeherzen. Wir haben ganz rechts das makroskopische Bild mit einem großen Hinterwandinfarkt, fast transmural. Und hier das Bild aus der LGE-Untersuchung. Hier zeigt sich eben die Aufhellung. Wir sprechen dann bei der MRT von einer Hyperintensität. Also da zeigt sich die Narbe eben eher weiß und lässt nur einen geringen schwarzen Rand. Alles, was dunkel ist hier, das ist gesundes Myokard. Bei der SPECT-Untersuchung sieht man natürlich hier auch einen Perfusionsausfall bei einer so ausgeprägten Narbe. In dieser Studie von der Frau Wagner ist aber im weiteren Verlauf auch noch untersucht worden, wie gut kann die MRT das? Ja, sie kann das sehr gut. Wir haben hier praktisch unterschiedliche Quartilen. Also hier, wenn eine Transmuralität von nur 25% gegeben ist, ist die MRT hier, der dunkelgraue Balken, immer noch annähernd fast genauso gut wie die Histologie. Und die SPECT-Untersuchung ist nicht mehr so gut in der Lage, diese kleinen Narben zu entdecken. Ich kann also für diesen Abschnitt zusammenfassen, die Stress-MRT bietet prinzipiell eine sehr aussagekräftige Ischämie-Diagnostik mit einer guten Sensitivität und die kardiale Ereignishäufigkeit ist, wie wir wissen, nach Stress-MRT, nach unauffälligen negativen Stresstest niedrig. MRT ermöglicht auch eine hochaufgelöste Narbendiagnostik. Wenn wir nun ein solches Tool in der Hand haben, dann fragen wir uns ja auch, wozu brauchen wir das? Diese LGE-Muster, die helfen uns eben bei der weiteren Diagnose und Trennung von unterschiedlichen Krankheitsentitäten. Wenn wir jetzt hier ganz rechts im Bild ischämische Erkrankungen des Herzens haben, so haben wir beim Infarkt praktisch zunächst erstmal eine subendokardiale Narbe, wenn es ein kleiner Infarkt ist, der vielleicht früh zum Herzkatheter gekommen ist. Es kann aber auch, wenn er zu spät gekommen ist, ein transmuraler Infarkt daraus werden. Bei der hypertrophen Kardiomyopathie haben wir hier öfter an den Aufhängepunkten des rechten Ventrikels, an den Hingepoints, dann Fibroseareale. Gleiches gilt für die dilatative Kardiomyopathie, das nennen wir dann Mid-Wall-Sign. Bei Myokarditiden, auch der Sarkoidose, sieht man dann sehr unterschiedliche Muster und die sind häufig gar nicht pathognomisch für die eine einzelne Erkrankung. Das heißt, eine Sarkoidose kann aussehen wie eine Myokarditis und das, worüber wir eigentlich auch zu Beginn des Jahres in der Herzallianz gesprochen haben, ist dann notwendig, nämlich die Biopsie. Erst dann können wir auch wissen, was steckt wirklich dahinter? Ist es eine Sarkoidose oder ist es eine Myokarditis oder ist es zum Beispiel eine immuninflammatorische Myokarditis, die noch eine ganz andere Behandlungsstrategie erfordert? Hier als Beispiel erstmal eine sogenannte Black-Blood-Sequenz. Die Aufhellung hier im Myokard, wenn wir hier auch in diesen T2-gewichteten Black-Blood-Sequenzen eben Hyperintensitäten, die sind bei der Myokarditis eben häufig so fleckförmig, unregelmäßig, unscharf begrenzt. Hier, wenn man dann von diesen Patienten, das ist eine frische Phase einer Myokarditis, also aus den ersten 5 bis 10 Tagen, nur dann kann man nämlich überhaupt Ödem nachweisen bei einer Myokarditis, dann sieht man natürlich auch im Late Enhancement, hier im Bereich der Lateralwand, das ist die gleiche Patientin, diese Hyperintensitäten, so fleckig, die eben auf eine Myokarditis hindeuten.
Das war dann später auch bei einer weiteren MRT-Untersuchung fast völlig weg, sogar bei dieser Patientin. Das hier ist das typische Bild eines Vorderwandinfarktes. Hier haben wir eben entsprechend dem vaskulären Versorgungsgebiet im Bereich der gesamten Vorderwand diese weiße subendotheliale Hyperintensität. Das Schwarze, was Sie da sehen, das ist in diesem Fall ein frischer Thrombus. Der nimmt kein Gadolinium auf, der bleibt schwarz, sowohl hier in einer frühen LGE-Darstellung, also etwa 3 bis 5 Minuten nach der LGE-Gabe, wie hier, wo das Myokard eben klassisch beim späten LED-Gadolinium-Enhancement eben dunkel dargestellt ist, so gehört sich das. Da kommt natürlich die Narbe dann noch etwas, wie man sagen kann, knackiger raus. Der schlechte Ventrikel hatten wir eben auch beim Herrn Heib. Was bedeutet beim schlechten Ventrikel die Narbe? Wir haben hier auf der linken Seite bei 137 konsekutiven Patienten, bei denen eine ICD-Implantation kurz bevorstand, ein MRT durchgeführt. Bei den Patienten, die eine schlechte EF haben von weniger als 20%, ist erwartungsgemäß eine hohe Ereignisrate, also hoher plötzlicher Herztodrate, hohe Rate von ICD-Entladungen. Wenn man daneben aus dieser Patientengruppe die Patienten trennt, die eine geringe Narbenlast haben, 0 bis 5% des Myokards, dann haben die eine sehr geringe Ereignisrate. Wohingegen die, die mehr als 5% Narbe haben, letztlich kann man sagen, eine nahezu gleich hohe Ereignishäufigkeit haben, so von um die 40%, egal wie viel mehr Narbe die dann noch haben. Man meint vielleicht sogar, aber das mag der kleinen Zahl geschuldet sein, dass das sogar abnimmt. Hier bei diesem Bild muss ich Sie ein bisschen näher auch durchführen. Das ist einmal die Patienten aus der gleichen Studie, die eine LV-Funktion hatten unter 30%. Wenn die auch einen hohen Narbenanteil haben, dann ist ganz klar, dann haben wir da die Patientenentität, die die höchste Ereignishäufigkeit hat. Wir haben hier demgegenüber in Grau aufgetragen die Linie mit den Patienten, die eine LVEF von über 30% aufwiesen. Die kommen eigentlich dann im nächsten Bild nochmal. Die hatten eine Eventrate von etwa 20%. Wenn ich aber einen kleinen Narbenanteil habe und trotzdem eine eingeschränkte LV-Funktion von unter 30%, dann liegt die Eventrate nur bei 16%. Da haben wir möglicherweise nochmal so Hinweise auch auf die Entität der Patienten mit der nicht ischämischen Kardiomyopathie, geringer Narbenlast. Haben die vielleicht in Zukunft über die MRT-Untersuchung, erfahren die dann noch eine weitere Unterteilung, wem baue ich dann wirklich den ICD ein? Das könnte aus diesen Daten später mal erwachsen, wenn größere Studien vorliegen. Hier die zweite Patientengruppe, LVEF über 30%. Hier wieder so zum Vergleich, die Eventrate bei Patienten, bei der gesamten Patientengruppe mit einer EF unter 30%. Da sind natürlich auch die mit höheren Narben dabei. Die liegt hier bei 38%, die 3-Jahres-Eventrate. Wenn die Patienten mehr als 5% Narbe aufweisen, aber eine recht passable EF von über 30%, dann liegt deren Ereignishäufigkeit recht dicht daran, 32%. Das finde ich schon erstaunlich viel. Wenn man aber die Patienten nur untersucht, die weniger als 5% Narbe haben, LVEF über 30%, dann haben die eigentlich eine ganz gute Prognose. Wie könnte man das übersetzen mathematisch? Also Prognose bedeutet, LVEF ist über 30%, aber ich habe einen hohen Narbenanteil von über 5%, dann muss ich gewahr sein, dass wahrscheinlich die Prognose etwa den Patienten entspricht, die eine EF von unter 30% haben. Gilt das auch für unterschiedliche Patientengruppen? Hier haben wir mal Myokarditis-Patienten, auch nur 200 Patienten, also eine kleine Entität von Allcomers im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Die sind über 4 Jahre verfolgt worden und untersucht worden.
die Patienten, die keine Narbe hatten, das ist hier ganz oben auf der Linie 1, das sind die Patienten, die hatten extrem gutes Überleben. Die Patienten mit Nachweis von LGE, die hatten ein deutlich schlechteres Überleben. Da waren bei über 40% hier der plötzliche Herztod aufgetreten. Das gibt einem schon ein paar neue Gedanken. Vitalität, wie macht man das? Hier die letzte Studie, die ich Ihnen noch vorstellen will, von Herrn Kim, schon etwas älter, aus 2000. Man quantifiziert im Prinzip die Myokardareale. Hier die Fläche A nimmt nur etwa 30% der transmuralen Wand an. Also wir sagen dann nur 30% Transmuralität. B ist etwa 70% der Wand. Nach dieser Methodik kann man dann eben Patienten auch unterteilen und sich anschauen, was passiert mit denen. Hier war Ziel der Untersuchung, man hatte vorher Katheteruntersuchung und Echokardiographie gemacht und hatte geguckt, bewegen sich die Wandanteile oder bewegen sie sich nicht, waren sie dysfunktional. Wenn man hier in erster Linie mal das erste Chart betrachten, die Aufteilung ist so, hier die wieder eine gute Funktionalität nach Revaskularisation erlangt haben, das waren natürlich die Patienten, die keinerlei Narbe hatten. Die Patienten, die etwa nur 25% transmurale Narbe hatten, die waren auch noch sehr gut, ebenso die mit 50% bis 50% Transmoralität. Guckt man sich aber eben die Patienten an, wo Narbenareale mehr als 50% der Wandschichten ausmachen, so muss man sagen, dass nach Revaskularisation und das sowohl eben auch bei uns, wenn wir interventionell revaskularisieren oder chirurgisch revaskularisieren, da ist eben die Wiedererlangung der Funktion nur sehr gering ausgeprägt. Dadurch kann ich jetzt zum letzten Bild kommen und zusammenfassen, was sind für uns gute Indikationen bei uns im Herzzentrum, wo wir in meiner Abteilung die meisten Untersuchungen. Das sind häufig die weitere Abklärung bei schlechter LV-Funktion, wenn nur eine beginnende koronare Herzerkrankung oder Ausschluss-KHK im Herzkatheter festgestellt wurde. Abklärung des hypertrophen Ventrikels, handelt es sich vielleicht um eine Speichererkrankung, Amyloidose, Fabry. Oder ist mein Patient mit einer Myokarditis stark gefährdet, noch andere Probleme in Zukunft zu entwickeln? Und eine für mich auch immer wieder interessante Frage ist der Enstemi. Wir haben ja immer wieder Patienten, die mit einer Infarktkonstellation in der Klinik auflaufen. Wir machen Herzkatheter unter diesen Umständen natürlich, gucken nach. Koronarangiographie ist mehr oder weniger negativ. Was steckt dahinter? Das kann im Einzelfall eine Myokarditis sein. Hatten wir jetzt gerade gestern wieder einen Fall. Patient kam mit 12.000er Troponin in die Klinik und im Herzkatheter negativer Befund und in der MRT frische Myokarditis. Vitalität, lohnt sich eine Revaskularisation. Das sind so die Kernuntersuchungsindikationen, die ich so bei der Durchsicht unserer Excel-Tabellen gefunden habe. Ich darf mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie manche Dinge nicht so verstanden haben in der Kürze der Zeit, dürfen Sie gerne jederzeit kommen und auch noch Fragen stellen. Und ich hoffe, dass Sie eine gelungene Veranstaltung hatten. So, vielen Dank, Herr Jochem, trotz fortgeschrittener Zeit für den doch tollen Vortrag und just in time, kann ich nicht anders sagen, und für die Klarifizierung vieler Dinge. Ich glaube, es ist eine ganz spannende Geschichte, das mit den Narben. Also das ist mir klar geworden, als ich den Vortrag gehört habe. Das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen, weil das so klar unterscheidet zwischen Gut und Böse. Gibt es Fragen für die Indikation MRT? Ich sehe keine Fragen. Der Vortrag muss hervorragend gewesen sein. Sehr gut, der Vortrag. Aber sagen Sie mal, Herr Jochem, vielleicht von meiner Seite eins.
spekulieren Sie mal mit mir. Diese Geschichte mit den Narben und Größe der Narben, 5% und über, also unter 5%, über 5%. Wie lange wird das denn dauern, bis sich das, sagen wir mal, in den ICD-Guidelines wiederfindet, finden könnte? Also wie stabil sind diese Befunde? Und ist es nicht so, dass man eigentlich bei fast jedem Infarktpatienten à la longue ein MRT durchführen müsste, um festzustellen, wie groß ist das Areal, um zu sagen, wenn es kleiner als 5% ist, hat eine gute Prognose, vergiss ihn, der kann alle 2 Jahre vorbeikommen, Dirk, auch bei euch, ne? Alle 2 Jahre, und die anderen muss ich alle halbe Jahr sehen. Wie? Ich habe es nicht gehört. 20 Jahre ist die Antwort. Die 20 Jahre, nein. Aber wie lange, ja, 20 Jahre, nee, das glaube ich nicht. Wie lange wird das dauern? Was schätzen Sie? Also ich glaube weniger, dass der Infarkt da die Problematik darstellt. Also sondern? Patienten mit einem Infarkt können wir eigentlich sehr gut an der EF ablesen, okay, der hat Narbe, der hat jetzt eine eingeschränkte LV-Funktion. Also so ein Vorderwandinfarkt wie diesen hier, der wird hinterher eine EF von 35 oder maximal 40 haben. Mehr kann da gar nicht rauskommen. Und dann weiß ich, der hat ein riesiges Narbenareal. Das kann ich eigentlich auch an der Katheteruntersuchung dann in dem Moment eigentlich ablesen. Das Problem stellen die Patienten dar, die diese kleineren Narben haben, und das Problem stellt die Entität der Patienten dar, die eine nicht-ischämische Kardiomyopathie haben. Also wie viel Narbe macht meine Myokarditis? Wie viel Narbe hat meine Sarkoidose gemacht? Ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir eben da die Studien bekommen, die uns da weiterhelfen, und wir müssen das natürlich eben alles schauen unter der optimalen medikamentösen Therapie. Also da bleibt schon noch ein Haufen Arbeit zu tun und auch genügend Patientenzahlen zusammenzukriegen, weil natürlich beruhigt uns als Kardiologen so eine Studie von 200 Fällen nicht unbedingt. Also da wollen wir doch noch eine größere Studie gerne haben, die sollte dann noch etwas besser gemacht sein, prospektiv, randomisiert und vielleicht auch noch doppelblind. Und dass man dann hinterher auch wirklich weiß, was hat dem Patienten am Ende geholfen bei seinem Überleben. Aber der Hint, der Finger zeigt, der ist eigentlich ganz klar. Wir müssen die Patienten, die Narben haben, die müssen wir ordentlich nachsorgen und beobachten und auf untersuchen. Haben sie Synkopen, haben sie im Langzeit-EKG irgendwelche Hinweise? Und wenn sie eben nicht anhaltende VTs haben und haben Narben, dann muss man sich eben in Zukunft Gedanken machen, wen davon man vielleicht implantiert mit dem ICD. Das werden wir zu diskutieren haben, und dazu brauchen wir die Daten. Okay, vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch, die auch vielleicht so ein bisschen da reinpasst. Vitalitätsdiagnostik. Wir kommen ja alle aus einer Schiene, wo sehr viel Szintigraphie und alles gemacht wurde. Die Vitalität ist ja dabei immer so fraglich. Gibt es Studien über die Validität der Vitalitätsdiagnostik beim MRT? Ja, also im Prinzip zeigen diese Daten auch, es gibt ja auch größere Studien noch, außer dem Herrn Kim, das war jetzt nur so der erste, der das eigentlich aufgezeigt hat, dass diese Vitalitätsdiagnostik durchaus eine Rolle spielt, wenn man sich darüber Gedanken macht, was passiert hinterher mit meinem Patienten, oder wenn ich mich vielleicht entscheiden muss, revaskularisiere ich ihn chirurgisch oder interventionell? Weil wenn ich eine transmurale Narbe habe und sage, okay, ich muss eigentlich nur die 2 Gefäße noch versorgen und ich kann das interventionell, dann ist ja eben oftmals auch die Entscheidung schon gefallen. Wenn ich aber jetzt eben sage, nee, die LAD muss versorgt werden, CX, und dann haben wir noch einen Ast, der rekanalisiert werden müsste, wo wir aber nicht sicher sagen können, kriegen wir das hin, aber da lebt das Myokard noch, dann ist doch klar, dann müssen wir den operieren, und wir können dann auch erwarten und vorhersagen anhand dieser vitalitätsdiagnostischen Studien, dass die sich auch zu großen Teilen wieder erholen werden mit ihrer EF. Und ich denke, das ist schon eine gute Sache. Klar, gar keine Frage. Gut. Okay, vielen Dank, Herr Jochum. Vielen Dank. Super.